Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Boah Leute, es ist der Hammer. Wir haben Saisonstart. Hammer. Oder freust du dich auf Saisonstart? Ja, ja. So, ich werde langsam wieder wach. Es war eine nette Zeit, auch mal ohne Freizeitpark, sondern ja, mit wenig Freizeitparks. Ja, wir haben unheimlich viel erledigen können, was anlag und ja, schön. Aber jetzt kann es langsam mal wieder losgehen. Für uns geht es nämlich heute in den Moviepark. Hurra, wir sind im Film. Schwarz-weiß zum Glück nicht, aber... Ja, wir fahren in den Moviepark, Leute. Ja, wer hätte gedacht, dass wir unsere Saison in den Moviepark anfangen, aber hey, warum denn nicht? Wir gehen einfach mal hin und schauen uns das alles mal an. Ich weiß, ein paar Sachen haben zu. Wir haben ja eh von der Jahreskarte her den freien Eintritt. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Kopf in Nacken. Nein, auf geht's. Wir sind im Moviepark angekommen. Ja, der Hammer, Leute. Wie man es nicht anders kennt, wenn man hier ist, ist die Schlange, wenn du dir eine Jahreskarte abholen musst, ist ein bisschen sehr lang. Im Welcome Center, naja. Naja, wir kommen halt. Ne? Die Probleme haben wir nicht. Wir hatten die Slachan-Jahreskarte uns schon Ende des Jahres abgeholt. Genau. Hinter uns fährt gerade Star Trek, haben sie auch wieder schön repariert. Bermuda-Dreieck ist leider zu. Ja, wir sind nicht mehr hier. Genau. Ich weiß es leider nicht zum Saisonstart geschafft, aber wir sind mal gespannt, was der Moviepark da schönes zaubert. Ja. Und was, ja, was Neues gibt, bin ich generell gespannt, ne? Was hier ob du auch was Neues gibt? Ja, also auf jeden Fall gibt es Merch Neues, habe ich gesehen, aber mal gucken. Das ist das Wichtigste für die Bibi, ein bisschen Merch. Merch und Essen. Wir genießen auf jeden Fall das schöne Wetter hier. Auch dieses Jahr wurde Bandit geretrackt und es hat sich irgendwas in der Q-Line getan. Ja, das stimmt, die Q-Line ist ein bisschen thematisiert, ne? Würde ich sagen. Mal gespannt, wir haben es noch nicht gesehen, wir haben es auch überhaupt nicht spoilern lassen. Ja. Aktuell hat Bandit noch zu, aber ich glaube, die machen gleich auf und dann stellen wir uns mal in die Schlange an. Stehen wir hier nichts ahnend bei Bandit in der Schlange, langweilen und schauen uns um und wer steht da? Wer? Guck mal. Ja, der Marco, hier, der genau, Marco der Marco. Da, der Marco steht da. Ja, krass, der Dominik ist hier. Hallo. Das ist der Hammer, ne? Ja, das ist hier. Das ist meine Tochter. Hallo, mit Marco zusammen. Ich bin der Onkel von ihm. Ja, also, ne, also die andere Seite, der Europapark und Phantasialand treffen sich im Moviepark. Ja. Komisch, beide anderen Parks haben halt noch zu. Ja, wieder beide offen. Man braucht Ausweichmöglichkeiten. Wir sind morgen losgefahren, sind sagt die, Papa, fahren wir ins Tasiland. Nein. Leider nicht, eine Schiene drunter. Eine? Das ist aber noch nett gesagt. So, die Q von Bennett hat es gerade aufgemacht. Jetzt geht's nochmal rein. Ich habe auch keine Testzocken gesehen. Manchmal machen sie ja nochmal eine. Ach, das ist immer bewältigt im Park. Hier funktioniert alles direkt perfekt. We're still here. Flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong. But the sea is way too deep. Yeah, it's deep. Eine harte Holzachterbahn, ja. Aber es ist besser geworden. Ja. Man muss schon sagen, es war jetzt diesmal nicht so schön wie die letzten Male. Wie heißt denn die Q-Line? Ja, stimmt, an der Q-Line haben sie ja auch ein paar Sachen neu gemacht. Also da steht diese Kutsche drin in der Q. Ja. Und die haben da jetzt auch diese Tische, wo so ein paar
Würfel liegen, ja. So Kneipenatmosphäre. Eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob in diesem Pre-Show-Raum was passiert ist. Wenn ihr das wisst, also im alten Pre-Show-Raum, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und da haben wir auch noch so eine Kleinigkeit da. Siehst du, steck mal die Kamera. Ob das neu ist oder ob das Reste vom Halloween Horrorfest sind? Kann auch sein, aber warum nicht? Das ist ja gut wiederverwerten, ne? Das nennt man Recycling. Wo sind wir, Vivi? Auf dem riesigen Riesenrad, da waren wir noch nie. Waren wir noch nie auf dem Riesenrad? Das ist so krass. So riesig, gell? So riesig das Riesenrad, ja. Das ist Hammer. Was war das für eine Fahrt auf dem Riesenrad? Das war so riesig. Ja, vor allem sind wir keine einzige Runde durchgefahren. Also, normalerweise lassen Leute ja einsteigen und dann fährt immer so ein, zwei Runden, aber das war so gar keine Runde. Das war so halb und dann, naja. Aber man hat einen netten Ausblick auf Bandit. Das habt ihr dann in dem Bandit-Zusammenschnitt gesehen. Stimmt, bestimmt. Richtung Nickland. Und die Bibi wird unbedingt die neue blaue Fanta ausprobieren. Ja, der Ben hat nämlich gesagt, die soll gut sein. Und ja, natürlich vertraue ich da drauf, ne, auf den Geschmack. Und deswegen musst du den mal probieren. Bibi ist glücklich. Fanta blau, Fanta rot. Ja, Start. Erdbeer und Raspberry. Ja. Hammer. Also ist echt gut. Das sind die beiden neuen Sorten. Cola gibt es da logisch auch noch und Sprite. Nee, Fanta. Cola. Normale Fanta Frozen ist ja eh richtig geil. Cola Frozen ist so okay. Aber ich glaube, das ist nicht so geil. Oder? Ja, das Rot ist besser für mich. Aber sehr lecker. Und die Poster für mich, die wollte ich auch gleich noch kommen. Ich muss gleich mal fahren. Wir sind mittlerweile im Nickland angekommen. Oh mein Gott, hier ist ja auch schon fast eine kleine Neuheit. Leider auch zum Zusammenstart nicht fertig geworden. Ja. Hinter uns ist nämlich hier Power Patrol. Das wird das neue Kindergedöns. Sieht von außen schon zuckersüß aus. Ja, leider noch nicht fertig. Meine, das ist ja jetzt nichts für uns. Ne? Aber vom Optischen her ist es immer dann ganz schön, wenn halt die Baustelle weg ist. Ich kann ja mal durch den Bauchhöfen filmen. Mal schauen, ob wir da was hinkriegen. Wir sind ja nicht im Phantasialand. Hier sehen wir das halt nicht so lang, weil nicht so schrecklich. Voll im Parkdorf. Ihr habt es gerade gesehen, sieht schon ziemlich nice da oben aus. Hier ist eine Rutsche, da kann die Bibi später ein bisschen rumrutschen. Hier vorne kann ich vielleicht auch mal einen Führerschein machen, sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Hier eine Chill-Area, wo man gemütlich einen Kaffee trinken kann. Ein Spielplatz und noch vieles, vieles mehr. Ja. Sieht schon mal ganz nice aus, okay, oder? Klar, würde ich auch sagen. Also sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Ja, mal gespannt, wie es Teddy aussieht. Leider noch nicht offen, aber im Laufe der Saison soll der ganze Spaß für die Kiddies aufmachen. Hammer. Das werden wir euch dann auch zeigen. Auf jeden irgendwann Fall. Mal, wenn wir den Movie Park nochmal besuchen. Ja. Ihr habt es gerade gesehen, hinter uns da oben. Wird noch fleißig gebaut. Wir besuchen die erste Wasserbahn, Excalibur. Aber ein bisschen nass werden. Dieser Wasserbahn im Hintergrund sind wir leider nicht gefahren, das ist die Schlange ein bisschen zu lang. Oh. Cedric, da muss ich dich enttäuschen, aber wenn du dabei bist, dann fahren wir damit mal. Dann wartet Kevin noch zwei Stunden.
Aber Excalibur sind jetzt da. Ja, war. Excalibur, das ist halt eine schöne Strecke, sehr schöne Strecke. Und jetzt werden wir auf den Plaza gehen, das ist eine neue Show. Und da müsst ihr auch die Coaster-Familie am Start sagen. Ja, neu? Muss ich gar neu? Ich glaube schon. Glauben oder wissen? Ich weiß es nicht, aber wir kriegen die Informationen gleich bestimmt. Naja, vielleicht ein bisschen nervös. Wisst ihr, das ist die spektakulärste und gleichzeitig auch teuerste Szene des Films. Und zeitlich sind wir auch schon im Verzug. Und ich sag doch immer, Zeit ist Geld. Aber gut, wenn wir doch ein bisschen Zeit haben. Ja, Mädels, dann zeigt mir doch noch einmal die Tanzchoreografie. Schon wieder? Ja! Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, dass nachher auch alles klappt. Na gut. Sehr schön. Dann bitte auf Position und Action! Mitbekommen. Ich war ja, vorne an der Bühne. Und war es gut? Ich fand's nett, ja. Ja. Eine gute Show für den Moviepark. Hatten einige Mikrofonprobleme, aber das spielt sich auch alles noch ein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Hier die Show ist neu auf dem Plaza. Ja. Die Informationen haben wir heute noch bekommen. Die Coaster-Family ist auch am Start. Und Holly Fugo ist auch da. Holly Fugo ist da. Die Coaster-Family, Hammer. Hammer. Dass man euch hier, Hammer. Dass man euch hier trifft. Ja, wo echt, auch sonst. So ein Zufall. So, wir sitzen jetzt hier und haben uns bei einer bekannten Fastfood-Kette hier im Park uns Essen geholt und ist teuer, aber es ist eigentlich das Gute, was man hier im Park essen kann, leider, an richtigem Essen. Und ja, Kevin, probiert mal und ne? Subway. Jetzt hast du den Namen ausgesprochen. Vivi ist gestärkt noch am Essen. Ja, lecker. Ich habe mich ums Dessert gekümmert, Donut, Cappuccino, Kakao. Und noch ein Donut. Ist ja nicht so, als würde das Essen jetzt zu kurz kommen bei uns auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, was wir gleich noch machen sollen. Ich hätte gerne noch diese Straßenshow gesehen, aber ich weiß nicht, wann die anfängt. Und sonst, ja, großartig fahren müssen wir nicht. Ist ein bisschen voller im Park, aber ist auch nicht allzu voll. Ist halt nur schade, dass der Moviepark sehr häufig einfach im Einzugbetrieb nur fährt, um dann künstliche Warteschlangen zu machen, obwohl das eigentlich nicht notwendig wäre. Die Bahnen vom Moviepark fahren im Einzugbetrieb, nicht der Moviepark selber. Der Moviepark fährt bestimmt auch im Einzugbetrieb. Ice Age ist quasi aus dem Park mittlerweile komplett ausgezogen. Tschüss, Ice Age. Auch der 4D-Film gibt es nicht mehr von Ice Age. Dafür gibt es jetzt einen Looney Tunes 4D. Ist ein neuer für den Moviepark, ist ein alter, kennen wir so, schon. Wir kennen den Haar. Aber mal reingehen, mal schauen, wie die Effekte hier sind. Ja. Rot. Ganz viel rot. Wir waren hier im 4D-Kino. Mir gefällt das echt gut. Man hat hier Lichteffekte an der Decke. Die Sitze haben Boxen integriert. Und ist echt einer der besseren 4D-Kinos. Und es funktioniert alles super. Also die Effekte haben alle funktioniert. Noch mehr rotes Licht.
Ich geh mal raus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben sehr schöne Fans, müsst ihr euch anschauen. Give me some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. Tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, yeah. SpongeBob, der größte Star von dir, gell? Dein Vorbild. Kann man dich auch so ausdrücken wie so ein Schwamm? Schön wär's, aber leider geht das nicht. So. Das war's auf dem Moviepark. Es war sehr schön. Wir haben sehr viele Leute getroffen, wirklich sehr viele Leute. Wir haben ein gechilltes Programm gemacht. Ja. Das hat aber auch was damit zu tun, dass viele Attraktionen leider gar nicht aufhaben. Ja, das sehr, sehr schade. Oder dass die meisten Achterbahnen im Einzugsbetrieb fahren. Star Trek. Es ist gut gefüllt, der Park. Ja. Sehr, sehr schade, dass sie das zum Saisonstart nicht hingekriegt haben. Das stimmt. Und eine Person haben wir leider vergessen zu filmen. Auf jeden Fall Jesse von der YouTube-Family. Grüße gehen an dich raus. Uns ist erst später aufgefallen, wo letztendlich die Kamera schon aus war. Aber auf jeden Fall Grüße gehen an dich raus. Mega cool. Ich hoffe, dass wir uns doch bald nochmal wiedersehen werden. Ja. Das soll es von unserer Stelle aus dem Moviepark sein. Hinter uns seht ihr noch das überfüllte Welcome Center. Alle Jahre wieder. Immer wieder. Wissen Sie nicht, wie viele Jahreskarten Sie verkaufen. Das ist immer wieder eine Überraschung hier im Moviepark. Okay. Wir sagen, das war's von mir, oder? Ja. Von dem schönen, schönen sonnigen Tag. Wir genießen noch die restlichen Sonnenstrahlen und fahren nach Hause. Tschüss. Tschüss.